Denn so steht es geschrieben in der Schrift. Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Gott hat den Segen des Wachstums in uns gepflanzt. Es wäre Sünde, den Samen des Mannes sinnlos zu vergeuden. Und was ist mit Abraham? Hatte er nicht mehrere Frauen? Und David und Jakob? Er hat Adam und Eva befohlen, die Erde zu bevölkern. Wer wagt es da noch, unseren König zu schelten, wenn er den Willen Gottes vollzieht, sodass wir die Welt vermehren? Daher nehme sich jeder so viele Frauen, wie er haben will. Hoch lebe unser König! Hoch lebe unser König Jan van Leyden! Jeden Tag, wenn ich aufwache, jede Nacht, wenn ich zu dir komme, frage ich mich. Was? Warum ich dich so liebe. Weißt du eine Antwort? Ja, ich weiß eine. Engele, Engele, das hier ist für dich. Die schickt er dir. Ich mag es nicht. Aber er mag es, wenn Gold die nackte Haut berührt, der Klang des Metalls beim Liebesspiel. Ich kenne ihn auch, mein Kind. Du weißt nicht, wie es in ihm aussieht. Ach,
Er will das wissen. Und wozu? Du liebst ihn nicht. Du bist zu jung, um über ihn und dich Bescheid zu wissen. Und du bist nicht mehr jung genug, um ohne Falschheit auszukommen. Was sucht er denn bei dir? Wenn er mit dir geschlafen hat, riecht er nicht mal nach dir. Sollte dich in Stücke reißen! Ja, so gefällst du mir. Mein König. Ich habe Fieber. Auf euch beide.